war es möglich, dass ein Partyschiff einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg auslöste? Das ist die reale Geschichte von einem jungen und schönen Prinzen, der innerhalb von einer Nacht alles verlor. Willkommen zu History Tower. Wir reisen zurück zur Schicksalsnacht vom 15. November 1120, zu einem weiß gestrichenen Langschiff, ein Eichenschiff nach der Schiffsbauart der Wikinger mit fast 200 Partygästen, die im Hafen von Barfleur in Frankreich feierten. Das verteute Schiff war mit vielen Weinfässern beladen und war für die Überfahrt von der Normandie nach England entlang dem unruhigen Meer im Spätherbst am Ärmelkanal von einem Kaufmann bereitgestellt worden, um die jungen und schönen Nachkommen aus den Elitefamilien von England und der Normandie zu transportieren. Im Zentrum dieser Feier befand sich der schöne, 17-jährige Prinz Wilhelm Effeling, auch Wilhelm Adelin genannt, der in seidene, goldbestickte Gewänder gekleidet war und von Bediensteten und Wachen umsorgt und beschützt wurde. Da er als erstgeborener Sohn und Thronnachfolger sehr verehrt und verhätschelt wurde, hatte er eine Tendenz zur Arroganz entwickelt. Seine Arroganz war aber zumindest bisher berechtigt gewesen, weil er als 17-Jähriger schon Außergewöhnliches erreicht hatte. Wilhelm war nach seinem legendären Großvater Wilhelm der Eroberer benannt worden, der England im Jahr 1066 erobert hatte. Also 54 Jahre bevor sein Enkel, der 17-jährige Prinz Wilhelm Effeling, das weiße Schiff in der französischen Hafenstadt Barfleur bestieg. Wilhelms Mutter war Königin Mathilda von Schottland, die vom anglosächsischen Haus Wessex abstammte, und sein Vater war Heinrich I., der vom Haus der Normandie abstammte, das vom Wikingerkrieger Rollo gegründet worden war. Die Heirat seiner Eltern verband das altenglische Haus mit dem normannischen Haus und versuchte, die alten Wunden nach der Eroberung seines Großvaters zu verschließen. Genauso hatte der junge Prinz Wilhelm die Herzogin Mathilda von Anjou geheiratet, um die alten Feindseligkeiten und Rivalitäten mit den Nachbarregionen durch die Verbindung mit dem Haus Anjou zu überwinden. Ob Liebe zwischen Prinz Wilhelm und Herzogin Mathilda bestand, ist nicht überliefert. Aber beide erfüllten ihre Pflicht und heirateten im Juni 1119 in der nordfranzösischen Kleinstadt Lisieux. Genauso wie seine Eltern heiratete der junge Prinz Wilhelm also zur Durchsetzung eines regionalen Friedens und für eine Allianz zwischen den seit Generationen verfeindeten Normannen und Angevinen. Seine Ehefrau Mathilda von Anjou wurde 8 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1128 Äbtissin vom Kloster Fontevroid und starb im Jahr 1154. Prinz Wilhelm war wahrscheinlich im legendären Tower von London aufgewachsen, der von seinem Großvater Wilhelm der Eroberer als Machtsitz gebaut worden war. Er erhielt Unterricht, um sich auf seine Rolle als Thronfolger vorzubereiten. Außerdem wurde der Prinz wegen seinem Fleiß, das Regieren zu lernen, in offiziellen Dokumenten schon als Rex Designatus, also designierter angehender König, genannt. Seine Rolle als zukünftiger König bestätigt auch, dass Wilhelm im Jahr 1115 von den Baronen der Normandie gehuldigt wurde und 1116 von den Baronen von England. Nach seiner Hochzeit reiste er ein Jahr lang mit seinem Vater, dem König, Heinrich I., durch die Normandie, um im Regieren unterrichtet zu werden. Im November 1119 begleitete er seinen Vater bei einem Treffen mit ihrem entfernten Verwandten, Papst Calixtus II., in der französischen Kleinstadt Chisoire. Genauso war Prinz Wilhelm im Jahr 1120 bei der Verhandlung für den Friedensvertrag mit dem gefährlich cleveren, pummeligen französischen König Ludwig VI. Anwesend. Als Prinz Wilhelm vor Ludwig VI. Kniete und ihm die Treue als neuer Herzog der Normandie schwor, bedeutete das nicht nur, dass sein Vater Heinrich I. dem Prinzen das Herzogtum Normandie überreichte, sondern auch, dass Wilhelm als eine führende Figur in Europa anerkannt wurde. Nur Wochen nach diesem Höhepunkt in seinem Leben bestieg der Prinz das weiße Schiff, das Tod und Jahrzehnte Zerstörung bringen würde. Im November 1120 hatte der junge Prinz also viele Gründe, um zu feiern.
In dieser Nacht war er, genauso wie die jungen Adligen und die Schiffsbesatzung, betrunken. Das weiße Schiff war hervorragend für die Überfahrt geeignet. Mit Platz für mehrere hundert Gäste, einer Schiffsbesatzung von 50 Männern und einem ausreichenden Frachtraum für einen königlichen Haushalt. Es war lang und tiefgängig mit Schnitzereien am Bug und Heck, einem hohen Mast und rechteckigen Segeln. Am Abend verabschiedete sich die Besatzung und die Passagiere vom Schiff des Königs, der vor ihnen abreiste. Obwohl sie dem Königsschiff hätten folgen sollen, blieben sie bis zur Dunkelheit zum Feiern und Trinken im Hafen. Einige Priester, die das Schiff vom Prinzen mit Weihwasser segnen wollten, wurden unter Johlen und Gelächter vertrieben. Auch der Schiffskapitän war so betrunken, dass er behauptete, er könne mit seinen 50 Ruderern das Schiff vom König einholen. Dieser Kapitän war Thomas Fitzstephen, dessen Vater der Kapitän gewesen war, der Wilhelm den Eroberer während seiner berüchtigten Invasion im Jahr 1066 von der Normandie nach England gebracht hatte. Die Aussage vom betrunkenen Kapitän erweckte bei Stefan von Blois, dem Cousin vom Prinzen, Bedenken, dass eine Überfahrt in der Finsternis mit hoher Geschwindigkeit und einer betrunkenen Besatzung zu gefährlich wäre. Er behauptete, eine Magenverstimmung zu haben und suchte sich mit einigen anderen Passagieren ein anderes Schiff zur Reise nach England. Stephans Entscheidung, das Schiff zu wechseln, veränderte die Geschichte von England, worauf wir noch zurückkommen werden. Um Mitternacht fuhr das weiße Schiff unter dem Neumond los. Nach ein paar Minuten war seine Reise zu Ende. Das Schiff mit dem betrunkenen Prinzen an Bord rammte den scharfen Felsen namens Kilbeuf, der heute noch am Hafenausgang aus dem Wasser ragt. Der Fels schlug ein Loch in den geschnitzten Holzbug vom Schiff, das sich mit eiskaltem Wasser füllte. Manche Passagiere wurden durch den Aufprall ins Wasser geschleudert. Ihre schönen, kostbaren Gewänder sogen sich mit dem Meerwasser voll und wurden so schwer, dass die Menschen kämpften, nicht zu ertrinken. Unter dem Neumond wurden die Schreie von Ertrinkenden und Verzweifelten von den Menschen am Hafenufer für Partylärm gehalten. Die betrunkene Besatzung schöpfte hektisch das Wasser aus dem Schiff, während der Prinz mit ein paar Begleitern und Ruderern in ein Rettungsboot stieg. Auf dem Weg zurück zum Hafen hörte Prinz Wilhelm die Schreie von seiner älteren Halbschwester, der Gräfin Mathilda Fitzroy, die am Ertrinken war und ihm hinterherrief, dass er sie nicht so barbarisch zurücklassen solle. In diesem Moment entschied sich Wilhelm dafür, den Befehl zum Umkehren zu geben, um seine Halbschwester zu retten, und veränderte damit die Geschichte von England. Als die Ertrinkenden das Rettungsboot sahen, versuchten sie raufzuklettern, sodass das Rettungsboot vom Prinzen kenterte und sank. Mathilda ertrank genauso wie ihre Halbbrüder Richard von Lincoln und Prinz Wilhelm, Herzog der Normandie und angehender König von England. Das Mitgefühl und die Liebe von Prinz Wilhelm Effeling für seine Halbschwester hatte ihn und alle im Rettungsboot getötet. Der Chronist Heinrich von Huntingdon beschrieb den Kontrast vom Schicksal des 17-jährigen Prinzen. Statt eine goldene Krone zu tragen, wurde sein Kopf von den Felsen des Meeres zertrümmert. Der einzige Überlebende hieß Berold und war ein Metzger aus Rouen, der nur zufällig auf dem weißen Schiff mitgenommen worden war, weil er ausstehende Schulden eintreiben wollte. Der Metzger Berold kämpfte die ganze Nacht mit dem Tod, indem er sich gegen die Kälte in Ziegenfelle wickelte und sich an einem Wrackteil festhielt. Angeblich informierte Berold den Schiffskapitän, dass der Prinz gestorben war, woraufhin sich der Kapitän untergehen ließ. Am Morgen schaffte der Metzger es mit Hilfe von einem Fischer ans Ufer, wo ein paar Leichen angespült wurden. Die meisten Toten wurden aber nie gefunden, wie Prinz Wilhelm Effeling.
Sein Vater, König Heinrich I., war sicher an der Küste von England angekommen und bereitete sich mit seinem Haushalt auf Weihnachten vor. Die Nachricht vom gesunkenen Schiff in Barfleur verursachte einen Schock am ganzen Hof. Um dem König die Nachricht vom Tod seines geliebten Sohns und Thronfolgers Prinz Wilhelm zu berichten, schickten die Amtsträger einen kleinen Jungen zu König Heinrich, der sich ihm vor die Füße warf und weinend vom weißen Schiff berichtete. Der König sank, überwältigt vom Schock, Horror und Kummer, auf den Boden. Angeblich soll er danach nie wieder gelächelt haben. Eine ganze Generation der anglo-normannischen Adligen war fast vollständig ausgelöscht worden. Mit Prinz Wilhelm Effeling war auch der Friede zwischen den Häusern Normandie und Anjou gesichert worden, sowie der Friede mit Frankreich und die Nachfolge vom englischen Thron. Ohne ihn musste ein neuer Thronfolger gefunden werden. Das einzige legitime und überlebende Kind von König Heinrich war Kaiserin Mathilde, die seit 10 Jahren in Deutschland lebte und mit Heinrich V., den deutschen König und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, geheiratet hatte. Als sie 5 Jahre später, im Jahr 1125, aber Witwe wurde, reiste sie nach England zurück und ihr wurde zu Weihnachten 1126 am Hof von den anglo-normannischen Baronen die Treue als Thronfolgerin geschworen, obwohl ihre Wahl als Thronfolgerin wegen ihrem Geschlecht unbeliebt war. Kaiserin Mathilde heiratete am 17. Juni 1128 den Bruder von Prinz Wilhelms Ehefrau Mathilda von Anjou, um wieder eine Allianz mit dem Haus Anjou zu schaffen. Ihr Bräutigam Gottfried war erst 15, hatte rotes Haar, war hochgewachsen und so schön, dass er den Spitznamen Le Belle, der Schöne, bekam. Angeblich trug er gerne gelben Ginster im Haar oder am Helm, der in Lateinisch Planta Ginister heißt, weshalb Gottfried als zweiten Spitznamen Gottfried Plantagenet genannt wurde und als Gründer vom brutalen, jahrhundertelang in England regierenden Haus Plantagenet gilt. Obwohl Kaiserin Mathilde also den englischen Thron hätte besteigen sollen, wurde ihr sofort die Macht entrissen. Denn jener Stefan von Blois, der Cousin von Kaiserin Mathilde und Prinz Wilhelm, der damals mit einer vorgespielten Magenverstimmung dem weißen Schiff entkommen war, übernahm den Thron. Stefan behauptete nach dem Tod von König Heinrich I. am 1. Dezember 1135, dass der König auf seinem Sterbebett Stefan statt Kaiserin Mathilde zum Thronfolger ernannt hatte. Indem Stefan von Blois die Herrschaft übernahm, entstanden 2 Fraktionen. Die einen hielten zu Stefan und die anderen zu Mathilde. Der daraus entstandene Bürgerkrieg verlief grausam und dauerte ca. 15 Jahre aktiv an. Die Ereignisse führten zum Friedensvertrag von Wallingford im Schloss Wallingford, von dem heute noch die Ruinen stehen. Stefan einigte sich mit seiner Cousine, Kaiserin Mathilde, darauf, dass er bis zu seinem Tod König bleiben würde, danach aber Mathildes Sohn die Herrschaft übernehmen würde. Dieser Sohn bestieg als Heinrich II. Den Thron, der als der erste König aus dem Haus Plantagenet gilt. Die Plantagenets sind heute noch als eine herausragende, grausame und legendäre Dynastie von England berüchtigt. 901 Jahre nach seinem Untergang gelang es einem Expeditionsteam, das angebliche Schiffswrack am 8. Juni 2021 mit Hilfe von einem Protonenmagnetometer zu finden, der ein starker Unterwassermetalldetektor ist. Beim Scannen vom Meeresboden entdeckte der Metalldetektor am Schiffsrumpf Beschläge aus Bronze und Eisen sowie ein länglich gebautes Wrack. Die Schiffswände aus Eichenholz lagen wie bei den Wikinger-Langschiffen übereinander. Es war das einzige Schiffswrack in der Umgebung. Die Expedition wurde vom Institut für Digitale Archäologie durchgeführt und von Earl Charles Spencer unterstützt, dem Bruder von Prinzessin Diana aus dem britischen Königshaus, der ein Buch über die Geschichte vom Weißen Schiff veröffentlicht hat.
Die Tragödie vom Weißen Schiff und dessen Auswirkungen fasste der anglo-normannische Mönch und Historiker William von Malmesbury kurz nach dem Ereignis knapp und präzise zusammen. Zitat: Kein Schiff brachte je so viel Leid nach England.